Fehlercodes sollen nach einem festen Schema umkodiert werden, sodass der letzte Zahlenwert vorne steht als einziger. Willkommen zu diesem ersten Teil von vielen Lösungen. Nachzulesen gibt es die ganzen Vorschläge auch auf theosblog.com vom 9.3.2014 oder auch in unserer offenen Facebook-Gruppe Excel FAQ. Und hier sind die Probleme. Hier sind unterschiedliche Codes. Fehlercode 1, 2, 3, 4, 5. Und der letzte Code, der jeweils hier in der Liste steht, zum Beispiel hier die 3, ich hebe die mal optisch hervor. Hier die 3, hier die 5, hier gibt es keinen, da bleibt es die 0 und hier die 3. Die sollen entsprechend sich in diesen Codes wiederfinden. Und zwar genau gedreht, also dass hier der Code so aufgebaut ist, 0, 3, 0, 0, 0, also Codes, die vorher auftraten, sollen einfach ignoriert werden. Wie hier, 3 mal die 0, 3 mal die 0 und dann die 2 und dann eine 0. 0, 5, 0, 0, 0, 0, 3, alles 0 hier. Also das Ganze mit einer Formel, so kurz wie möglich natürlich, dargestellt. Und ja, das bauen wir jetzt mal in der ersten Lösung hier in einer Matrixfunktion, in einer Matrixformel auf. Pack hier mal F1 bis F5 hier oben rein. Ich kann ja Folgendes machen. Ich kann den Wert, der hier vorne steht, den kann ich ja mit 1 multiplizieren. Dann kann ich den Wert, der da als zweites kommt, den kann ich mit 10 multiplizieren. Dann kann ich den nächsten Wert mit 100 multiplizieren und den nächsten Wert, der dann kommt, mit 1000. So, fürs Raten gibt es jetzt keine Punkte. Den nächsten Wert, den dann mit 10.000. Das Ganze ergibt hier Zahlenwerte. Und wenn ich mir den größten davon anschaue, wie ist denn der Maximalwert von diesen Werten, dann könnte ich natürlich fragen, gib mir den Max, den größten von diesen Werten. So, und dann sehe ich hier schon praktisch die Codes. Allerdings muss das Ganze noch fünfstellig gemacht werden, also packe ich da noch die Funktion Text drumherum. Text mit 5 Stellen, 5 mal die 0, sodass hier die Codes entsprechend abgebildet werden. Also mit diesen Hilfsspalten wäre ich jetzt schon fertig. Ich will aber keine Hilfsspalten und die Formel soll eigentlich so kurz wie möglich sein. Ich möchte eine Matrixformel nutzen, eine Matrixfunktion. Und zwar statt hier mit einer 1 zu rechnen, möchte ich einfach mal Folgendes machen. Es soll überall die gleiche Formel genutzt werden. Nimm diesen Wert der Zelle E1 und rechne mal 10 hoch der Spalte von diesem Wert da vorne. Ja, aber nicht 10 hoch 1 gibt ja 10, es soll ja eine 1 rauskommen, also nimm minus 1 noch. Das Ganze muss in Klammern, damit auch hier entsprechend eine 1 resultiert. Also, das passiert. Und wenn ich das nach rechts sehe, sehe ich, hier kommen die gleichen Werte bei raus. Also eine Funktion, die genau diese Werte ergibt und mir auch den gleichen Code ermittelt. Eine Funktion. Hier wird also gerechnet, dieser Wert mal 10 hoch 0, also 1. Dieser Wert mal 10 hoch 1, also 10. Dieser Wert mal 10 hoch 2, also 100. 10 hoch 3, also 1000. 10 hoch 4, also 10.000. So, und das Ganze jetzt mal in eine Funktion gepackt. Das heißt, ich schaue mir das hier an, drücke mal Steuerung C, pack das hier rein. Ich habe ja gesagt, wovon soll er den größten nehmen? Ja, nicht von diesen Zahlen, sondern von diesen. Und jetzt mache ich einfach den Bereich größer. Mache den Bereich größer, umfasse alle. So, und damit er das vernünftig rechnen kann, drücke ich Steuerung Großschreibtaste Enter für die Matrixformel. So, jetzt stehen hier die ganze Zeit noch die Tabellennamen vor. Die Formel wäre natürlich kürzer gewesen, hätte ich hier nur A2 bis E2 stehen. Das Ganze hätte man natürlich auch machen können. Also wenn ich mir die Formellänge mal anschaue, die Länge dieser Funktion. Moment, ich muss erstmal die Formel anzeigen lassen, Formeltext. So, und zeigt mir nun die Formellänge an. Hier drunter gleich Länge dieser Funktion sehe ich, das sind 80 Zeichen für diese Funktion, die hier steht.
Wenn ich jetzt hier natürlich schreiben würde, einfach nur A2 Doppelpunkt E2, A2 Doppelpunkt E2, hier vorne nochmal, A2 Doppelpunkt E2, na, nicht zu viele Klammern löschen, A2 Doppelpunkt E2, zup, na, jetzt habe ich Enter gedrückt, Steuerung groß, schreibt das Enter, sehe ich, das kommt auf 48 Zeichen raus, also verdächtig kurz. Das ist Lösung Nummer 1, aber mit Matrixformeln. Das Ganze geht natürlich auch noch mit Aggregat, mit Wechseln gibt es da Lösungsvorschläge, mit Abrunden. Vielen Dank erstmal fürs Zuschauen und vielleicht habt ihr Lust, diese Rechnung nachzubauen. Also diese ganzen Hilfsrechnungen hier sind nicht mehr erforderlich. Die kann ich hier entsprechend löschen. Hier ist der Code, frisch ermittelt, mit Text, Max und Spalte.